Hi zusammen, ich habe heute das Update für den Monat Dezember für euch. Etwas spät, aber besser spät als nie. Ja, wir haben inzwischen Januar, aber ich kam vorher leider nicht dazu, das Update zu drehen. Deswegen mache ich das jetzt noch und ich hoffe, ihr verzeiht mir die kleine Verspätung. Das hier ist übrigens sozusagen der zweite Teil. Vorausgeht mein Weihnachtsgeschenke-Video. Ich hatte ja vorher gefragt, ob euch sowas interessieren würde. Und da waren auch einige Dinge dabei, die aus dem Bereich Manga-Anime gekommen sind. Und ja, wenn ihr wissen wollt, was ich da so bekommen habe, dann schaut am besten bei dem Video noch vorbei. Ich packe euch den Link unten in die Infobox. Und ja, hier seht ihr dann die Sachen, die ich mir so selbst dazu gekauft habe. Und wir fangen gleich an. Es ist nicht so viel, aber ja, ich will jetzt gar nicht groß drum rumbabbeln. Das erste, was ich hier habe, ist der fünfte Band und auch der sechste Band, der siebte Band und zu guter Letzt der achte Band von 360 Grad von Tokuminami. Diese Manga habe ich ertauscht bei der lieben Logtwiles. Ihren Kanal findet ihr in der Infobox. Ja, ich habe mit ihr den Monat davor schon mal was getauscht gehabt. Und ja, dann hat sie eben gesagt, dass sie diese Bänder auch gerne vertauschen würde. Und da das genau die sind, die mir noch gefehlt haben, um die Reihe komplett zu machen, habe ich mich dann eben darauf gemeldet und es hat auch gut geklappt. Ich muss gestehen, ich habe die Bände jetzt noch nicht gelesen. Ich wollte sie eigentlich lesen, als sie gekommen sind, aber irgendwie kam ich nicht dazu. Und inzwischen liegen die hier schon bestimmt einen Monat und ja, warten, dass ich sie endlich mal lese. Aber ich glaube, ich muss die vorherigen Bände nochmal lesen, weil ich keinen blassen Schimmer habe, was in denen so passiert ist. Ich glaube, ich werde die acht Bände dann nochmal komplett durchlesen. Ja, auf jeden Fall freue ich mich darauf, die Reihe jetzt komplett lesen zu können. Dann habe ich mir etwas über Rebuy gekauft und zwar endlich den vierten Band von Wish. Ich habe vor anderthalb Jahren oder so mir relativ zügig hintereinander weg Band 1 bis 3 zusammengesammelt gehabt und Band 4 war einfach nie verfügbar. Und dieses Mal hatte ich Glück und konnte ihn für, ich glaube, 1 Euro oder 1,10 Euro oder sowas ergattern, als ich eh was anderes bestellen wollte. Und ja, da musste der eben mit und ich freue mich jetzt darauf, die Reihe nochmal komplett zu lesen. Ich komme leider gerade nicht an Band 1 bis 3 dran. Das ist ein bisschen dämlich. Die sind gerade eingepackt und deswegen kann ich die Reihe noch nicht nochmal lesen. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Ich mag die älteren Werke von Clamp eigentlich recht gerne. Und ja, finde es schön, dass ich jetzt Band 4 dazu habe. Dann kam dazu der Schuber mit dem 10. Band von Attack on Titan. Ja, ich habe mir den gekauft, obwohl ich gestehen muss, dass ich Band 7 bis 9 noch nicht habe. Aber ich wollte eben unbedingt auch den zweiten Schuber haben und deswegen habe ich ihn mir schon mal gekauft mit Band 10 drin. Und ja, der wartet jetzt halt, dass ich ihn auffülle. Aber das kann noch ein bisschen dauern, weil momentan sieht es bei mir etwas mau aus mit Manga. Und ja, deswegen habe ich den jetzt eben schon mal vorab gekauft. Dann habe ich mir den 7. Band von Daytime Shooting Star bei Rebuy ergattern können. Der ist noch wie neu, also echt top. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich die Reihe bis Band 6 zu Hause habe. Es hat sich allerdings herausgestellt, dass ich sie nur bis Band 5 hier habe. Und ja,
Dementsprechend fehlt mir jetzt zwischendrin Band 6, um weiterlesen zu können. Ist ein bisschen ärgerlich, aber nichtsdestotrotz hätte ich den siebten früher oder später ja eh gekauft. Und so war er eben ein bisschen günstiger. Und die Reihe ist ja jetzt, glaube ich, auch bald zu Ende in Deutschland. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen hinterher. Ich habe jetzt Band 1 bis 5 und den siebten, aber ich mag die Reihe sehr gerne und freue mich aufs Weiterlesen. Dann habe ich dazu bekommen, den habe ich gewonnen bei einer Verlosung, den Kurzgeschichtenband Adinas Love Story Collection von Adina Tanemura. Und ja, ist jetzt nicht irgendwie was mega krass Besonderes. Da sind halt ein paar kleinere Kurzgeschichten drin, die man allerdings auch schon kennt, wenn man die Werke von Adina Tanemura so hat. Weil das eigentlich alles Geschichten sind, die hinten in verschiedenen Bänden noch als Bonusgeschichten dabei waren. Und das finde ich ein bisschen ärgerlich, dass das nicht vorher irgendwie bekannt wurde. So haben sich viele Leute diesen Band gekauft, haben gehofft oder gedacht, dass da neue Geschichten drin sind. Und dann waren eben ganz viele Geschichten drin, die man schon kannte. Für mich ist das jetzt nicht so dramatisch, weil ich erstens noch nicht alle Werke von Adina Tanemura im Regal habe. Und auf der anderen Seite habe ich den ja gewonnen und deswegen ist das auch nicht so schlimm. Und ja, den habe ich schon gelesen, der war sehr süß. Die Stories haben mir gut gefallen. Eben typisch Adina Tanemura, so ein bisschen süß, ein klein wenig Drama und ja, das, was man eben von ihr kennt. Und ja, aber ein hübscher kleiner Einzelband, gerade wenn man eben nicht alles von ihr im Regal hat, kann einem dieser Band schon so ein paar süße Geschichten liefern. Dann habe ich mir dazu gekauft den fünften Band von Hyokoi. Da ist auch irgendwo dieser Pappaufsteller drin. Ich habe den aber noch nicht aufgestellt. Wie man sehen kann, ist der noch im Band. Ja, ich weiß nicht. Dadurch, dass ich momentan kein richtiges Manga-Regal habe oder so, macht es für mich keinen Sinn, den jetzt schon aufzubauen. Demnach bleibt der wahrscheinlich erstmal im Band und ja, wenn ich dann irgendwann einen geeigneten Ort habe, wo ich einige meiner Manga aufstellen kann, dann werde ich den vielleicht auch mal da rausholen. Ansonsten war das wieder ein sehr süßer Band. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die kleine süße Hiyori war wieder genauso klein und fluffig und süß, wie sie immer ist. Und ja, also, was soll ich sagen? Hiyokoi ist jetzt nicht die total krass spannende Geschichte oder der total neue, noch nie dagewesene Manga, aber die Charaktere an sich machen den Manga eben so sympathisch, dass ich den wirklich nur weiterempfehlen kann. Dann habe ich mir auch gekauft, Geliebte Mangaka, ein Girls Love Manga. In diesem Fall sehr leichtes Girls Love, mehr so zwischen den Zeilen. Es ist eben ein, wie soll ich sagen, sehr subtiles Girls Love in diesem Band. Einige haben, das habe ich oft auf Instagram gelesen und so, sich ein bisschen darüber aufgeregt, dass in dem Band ja nichts zwischen den beiden passieren würde, nicht mal ein Kuss oder so. Ganz ehrlich, das fand ich eigentlich recht positiv, weil ich fand, dass das eben mal was anderes ist. Man hat absolut gemerkt, dass die zwei Protagonisten Gefühle füreinander haben, aber eben wurde das nicht so ausgesprochen, sondern es hat sich so von hinten leicht angeschlichen. Und die meisten Sachen musste man so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Ich fand das ganz süß, mir hat das gut gefallen. Ich fand den Zeichenstil sehr niedlich und fand es jetzt auch nicht schlimm, dass da irgendwie
keine krasse Girls Love Action in dem Manga drin vorkam. Da gibt es ja andere Manga, in denen man das findet. Ich fand das jetzt nicht unbedingt dramatisch schlimm und ich fand den eigentlich sehr süß. Der Zeichenstil ist sehr, ja, soll ich sagen, niedlich. Also durch und durch süß. Anders kann ich es gar nicht beschreiben. Aber ich mochte den sehr gerne und es lag auch, ich muss gerade mal gucken, die Schokocard dabei, die ich sehr hübsch finde. Das ist übrigens die Farbseite hier. Ja, ich finde die aber mit dem weißen Hintergrund wie bei der Schokocard hübscher und ja, hat mir gut gefallen. Dann habe ich, oh Wunder, den einzigen Voice Love, den ich mir gekauft habe, war der dritte Band von Ten Count von Rihito Takarai. Um den kam ich einfach nicht drum rum. Ich hätte gerne noch mehr gehabt, zum Beispiel eben auch die beiden Bände von Junko, die schon jetzt wieder eine Weile raus sind bei Kase, aber ich ja, konnte es mir diesen Monat, beziehungsweise letzten Monat, das ist ja für Dezember, einfach nicht erlauben, noch mehr zu kaufen, weil Weihnachten, ja, meinen Geldbeutel aufgefressen hat. Und dementsprechend ist das nicht so viel geworden, wie ich gerne gehabt hätte. Aber der da musste einfach sein und ja, auch mit einer sehr, sehr hübschen Farbseite. Wieder ein sehr, sehr toller Band. Ich liebe Ten Count. Ich liebe die Hito Takarai. Sie hat einfach einen wunderschönen Zeichenstil. Ich mag immer noch sehr gerne das Setting und das Thema im Manga. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und ja, kann den Manga nur weiterempfehlen, wer den noch nicht hat. Weil ich glaube, es gibt kaum jemanden, der den noch nicht hat. Das war es tatsächlich schon mit dem Manga. Ich habe jetzt noch zwei andere Kleinigkeiten in großen Anführungszeichen. Ja, einmal habe ich mir bei Rebuy dazu kaufen können. Endlich, oh mein Gott, endlich ist der mein. Die DVD von Ponyo. Und zwar diese Studio Ghibli DVD Collection Version in diesem Schuber. Ich mag die persönlich viel lieber als die normalen. Ich versuche mir die Ghibli-Movies, die ich mir kaufen möchte, auch in diesen Versionen zusammenzusammeln. Das ist manchmal ein bisschen schwer, weil manche out of print sind, aber ja, ich gebe mein Bestes. Ich kann das mal kurz rausholen. Ja. Ponyo ist einfach ein super süßer Film. Hier sind auch noch so total niedliche Postkarten drin. Ups. Ja. Ja, auf jeden Fall habe ich mich total gefreut, als ich den ergattern konnte auf Rebuy, weil der eben nicht so oft verfügbar ist und ich echt schon eine Weile hinter dem her war. Und jetzt den endlich ergattern konnte. So, und das letzte, was bei mir im Dezember einziehen durfte, war dieses kleine Schätzchen hier. Und zwar ist das die 1:8 Scale von Rin aus Free. Ja, den habe ich eigentlich schon vorher erwartet, aber wegen ein paar Komplikationen kam er dann erst im Dezember und ja, ich war heilfroh, ihn endlich in den Händen zu halten, weil er hat mich ein bisschen Nerven gekostet. Aber er sieht top aus. Ich liebe dieses Stück, auch wenn er schweineteuer war und ja, meinen Geldbeutel ein bisschen ausgereizt hat. Aber ich bin froh, dass ich ihn mir gekauft habe. Und das war's auch mit diesem Update. Das war alles, was ich mir im Dezember gekauft habe, beziehungsweise ertauscht habe. Und ja, wie gesagt, wenn ihr sozusagen die andere Hälfte von meinem Dezember-Update sehen wollt, dann müsst ihr euch mein Weihnachtsgeschenke-Video angucken. Das habe ich euch in die Infobox geschmissen. Und ja, klickt da am besten drauf und dann könnt ihr den Rest angucken. Das war's jetzt auch und bis zum nächsten Mal. Ciao!